So, was geht ab? Die gleiche Scheiße wieder. Wieder diesen fucking Scheiß-Kackteich. Den einen haben wir sauber, den anderen eben noch nicht. Wir müssen hier an diesen Pissteich, kann ich mal sagen, ich habe nämlich keinen Bock mehr. Immer noch drei Viertel, genau wie im letzten Video. Weil da haben wir so viel an der einen Stelle schon wieder rausgeholt, dass wir immer noch quasi an der gleichen Position sind. Wir sind also 5 Meter weitergekommen oder 10. Also geht es jetzt hier 100% weiter. Was soll ich dazu sagen? Wir geben jetzt Gas, die ersten Würfe zeigen wir euch. Das Ding hier, das hat never ending Spannung. Also ganz egal was, wir haben hier schon alles rausgeholt. Vom Einkaufswagen, Fahrrad, Tresor, Geldkassette, also alles schon am Start. Und was noch? PC-Mülleimer, E-Bike. Hier haben wir übrigens auch unser erstes E-Bike rausgeholt. Überlegt mal, ein E-Bike. Wenn man so ein Ding schon klaut, dann sollte man das wenigstens vernünftig verwerten, oder? Auch bei Schmuddelwetter unterwegs. Genau. Wir haben uns hier nochmal informiert. Und angeblich sollte hier 2017 irgendwie was passiert sein. Mit Ausbaggern und so ein Scheiß. Aber die Sachen, die wir hier rausholen, sind definitiv älter als 3 Jahre. Auf jeden Fall viele von den Sachen. Und deswegen wundern wir uns, was hier denn angeblich ausgebaggert hätte sein sollen, wären, dürfen, können. Dann kommt noch dazu, dass das echt nicht mehr tief ist. In meiner Kindheit war das Scheißding hier 3 Meter bestimmt tief. Also wenn nicht noch tiefer. Aber 3 Meter war es, glaube ich, auf jeden Fall. Und das ist er jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Der ist jetzt so 1,50, 2 Meter maximal. Liegt aber auch daran, dass die ganzen Äste und Blätter und was ich was, Alfie Cheat, alles da reinfallen. Ne? Nachher gibt es noch eine kleine Tooltime von mir. Viele wollten wissen, was jetzt besser ist. Die Flex, der Fuchsschwanz oder der Bolzenschneider. Das ist, glaube ich, individuell. Das werde ich euch nachher aber zeigen. Weil nicht für alles kann man alles benutzen, weil mit der Flex kommt man an manche Sachen nicht ran. Mit dem Bolzenschneider. Der Bolzenschneider ist ein bisschen zu klein bei manchen Sachen. Und der Fuchsschwanz, ja, warum? Ich zeig's doch. Irgendwie hatte da gerade was geschnackelt, kann aber auch nur ein Ast gewesen sein. Ja. Ja, das ist, glaube ich, nur ein Ast. So, wir machen kurz auf Stopp und dann machen wir gleich weiter. Ist ja nichts. So, Jason hat schon das erste rausgeholt, ne? Na doch nicht. Ich war doch nichts. Und zwar Feuerzeug und ein bisschen Kleinkram. Ich hab ihn noch vor. Ich hab ihn noch vor. Kannst du aber auch Stopp machen. Doch wieder an. So, wie ihr das hier gemerkt habt vielleicht schon, strömender Regen. Guckt euch mal die dicken Tropfen an, die runterkommen. Wir sind hier so ein kleines bisschen geschützt durch die Bäume. Ist aber auch nicht die Welt. Also werden wir heute von vorne, von hinten und von oben nach. Aber naja, das ist ja nichts, was wir nicht, wo wir nicht dran gewöhnt sind, ne? Das haben wir öfter gemacht. Jetzt bei den Brücken, weißt du das noch? Hier, ja. Die Videos aus der letzten Woche sind auch viel schnell geworden. Aber egal, hat sich gelohnt. Wir sind aufgeräumt. Das stimmt! So. Jetzt mal die Jungs. Jetzt kannst du auch Stopp machen. Jo. Seht ihr da die Blubberblasen? Wie verrückt. Könnte was sein, kann aber auch nur ein Ast sein. Wir haben hier extrem viele Äste hier. Wir werden es gleich sehen. Äste. So. Ah, heute haben wir schon. Heute haben wir schon einige Meter gemacht. Jetzt habe ich mich klitschenass gemacht mit dem scheiß nassen Seil. Heute haben wir schon einige Meter gemacht und nichts gefunden. Gut für die Umwelt, schlecht für die Spannung. Einmal zeige ich dir. So, hab was dran. Oder da war auf jeden Fall gerade was, aber ich dran habe, weiß ich nicht, oder ich glaube nicht. Okay.
also da war es wieder, aber entweder mit dem Haken oder mit dem Fuß. Das müssen wir mal probieren. Weil. Wenn du da runterrubbelst, merkst du da irgendwas? Das kann ich nicht mehr, glaube ich. Da vorne sind auch. Das ist nicht schnell. Gut, manche gehen noch taugen, dann gucken wir noch mal. Ja. So, den Haken geholt. Da kommt es auf. So, ich habe auch was, ist abgerissen. Jason hat aber auch was, der ist gerade mit dem Haken in Gange. Meins ist leider abgerissen. Aber ich habe schon gelöst, es glubbert schon. Oh, ne, hier. Wir haben auch schon was dran. Naja, was ist das? Komisch, könnte ein Stück vom Tisch, Gartenliege oder sonstiges sein, oder? Was meint ihr? Ja. Er fragt, was ihr dazu meint. Ja. Gehört habt. Aber so vom Rohr her könnte das irgendwie was, ein Tisch oder eine Gartenliege oder sowas sein, ne? Irgendwie sowas, ja. Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen wieder was dran, aber ich kann es nicht richtig lösen. Oh, vielleicht habe ich jetzt wieder was dran. Vielleicht ziehen wir wieder nur Fragmente eins nacheinander raus. Nö. Das hat sich nur so angefühlt. Ja, Sisyphus-Arbeit, ne? Ist klar. Bis jetzt war das Video nicht so der Hit, aber glaubt mir das. Zu 100.000% geht das gleich noch richtig zur Sache. Aber schon wieder abgerutscht. Kannst mal auf Stopp machen. Ne, Jason muss, der braucht das ja selber. Jo. So, jetzt geht der Haken hier ab an der Stelle. Irgendwie kriege ich das Teil nicht gelöst. Der Haken, der ist eigentlich ganz gut, der ist schön schwer, der zieht sich schön tief durch den Schlick. Aber, guck mal hier, auch der hat nichts gekriegt. Das ist doch... Ey, jetzt hat er was, was er nicht haben soll. So, so ein Scheiß, ey. Ja, da müssen wir wieder auf Stopp machen, leider. Ja, Fragmente, die die beiden da so rausholen. So, diesen hat was dran. Ja. Haken habe ich hingelegt, hat drin aus. Gott. Ich festhalten, dass ich gut rausgehe. Ich hab hier. Kommt hier dran? Ja. Ja, Moment. Okay. Warte. Das sind Magnet, ich hab meine Hände. Ja, dann geh du erstmal da hin. Ja gut, dann zeigen wir das gleich nochmal. Ja, wir holen ihn raus. Ja, das brauchst du ja nicht, ne? Wir holen ihn raus. Ja, geh. Ich bin dich. Lass uns gleich zusammen machen. Mach mal Job, dann kommt ihr nicht weiter. Ja. Bist drauf. Ja, so ein bisschen soft zwischen Mama und Kind. Wer kennt das nicht, ne? Ja, aber bei uns ist alles ganz toll. Und guck mal hier. Das habe ich schon vermutet. Deswegen habe ich ihn auch so schlecht gekriegt. Weil das einfach nur ein Klappstuhl ist. Gudi, das haben wir jetzt. So, jetzt gehen wir schnell nach Jason rüber. Und holen den Scheiß da raus. Und gucken jetzt überall Scheiße. Da ist auch Scheiße. So. Kriegen wir das so raus? Das ist eigentlich nur ein. Warte mal. Schauen wir jetzt ab. Warte. Ach Gott, das ganze Ding, Vorsicht. Okay. Warte mal. So, und raus das Scheißding. So! Was hätten die? Schönes, fettes Fahrrad. Lampe am Start. Schöner Schnellspanner hier. Den kann man vielleicht noch benutzen. So, aufpassen hier überall Hundekacke. Weiter geht. Weiter geht.
So, der ist halt das nächste. Ja. Was ist hier dran? Soll ich den abmachen? Warte mal, da ist aber was dran am Magneten. Ja, deswegen habe ich gesagt, dass du Zeit kommst. Ja. Ich sehe, wie die Stange sich... Nee, noch nicht. Das müssen wir jetzt hier. Das ist ganz halt drauf. Ja. Wie den Leuten was gemacht. Ich habe jetzt gerade den Haken reingeworfen. Und habe jetzt das Fahrrad da oben. Ja. Oh, jetzt war es am Haken. Am Magnet. Jetzt hast du es. Da ist es. Könnte aber auch was haben. Oh, Fahrradkotzer, kannst du doch mal kommen? Ja? Kannst du doch mal kommen? Ja, was ist denn? Oh, was ist denn? Ist vorsichtig. Ach, guck mal hier, haben wir das Scheißding. Siehst du das, dass der sich da schon verkeilt? Ja, oh, das sind zwei. Zwei Fahrräder sind das. Boah, einer reingefallen. Husse! Warte, ich muss mich wieder draufstellen, damit ich gerade ziehen kann. Dann ziehen wir das nicht zu, weißt du, wie ich meine? Okay, sorry, wir haben gerade einen Cut gehabt. Ja, heute haben wir hier ein paar Diskrepanzen zwischen Mama und Sohn. Aber wisst ihr, woran das liegt? Scheiß Wetter. Ja. So ein Wetter deprimiert. Soll ich eben... Und ja, wir versuchen natürlich jetzt zwei Fahrräder gleichzeitig rauszuziehen. Natürlich eine Hardcore-Nummer. Ja, super, klasse. So. Über hier den Scheiß. Alter Schwede. Und wisst ihr, was das hier ist? Das ist dieses scheiß Brot, was ewig reingeschmissen wird hier. Echt jetzt? Ja. Brot ist nicht gut für Enten und Fische. Alles scheiße. War da geil an. Du hattest auch was, ne? Wieder was am Start. Ziemlich weit drinnen jetzt. Ja, ziemlich tief und ziemlich weit drinnen. Also wenn es ein Fahrrad ist oder was ich weiß, dann war hier wieder Wettbewerb Fahrradweitwurf im Gange. Und tatsächlich, guck das mal an. Tatsächlich ein Fahrrad. Ey. Warte mal. Guck mal, ob ich mich hier irgendwo raufstellen kann. Genau, halt mich mal ein bisschen so. Ja, hier ist alles trapezkünstlermäßig unterwegs, sind wir hier. Boah! Da hat aber einer richtigen Schwung drauf gehabt. Das Teil lag mal locker. Das lag locker 5 Meter im Wasser drin. Hammerhart, oder? 5 Meter. Wir müssen da eine olympische Disziplin von machen, glaube ich. Guck mal, da ist wieder was. Gehen wir hin. Warte. Mamsi kommt geflogen. Ja, warte. Warte. Oh ja, jetzt muss man achten. Reste von den Fahrrädern, ne? Nee. Noch ein neues? Ja. Okay, soll ich gleich direkt mitkommen? Zieh mal ihn weg, bitte. So, warte. So, jetzt kannst du wieder los. Denk daran, dass da überall Scheiße ist, ne? Ja. Frische Scheiße. Ja. Das
Kommst du dafür raus, oder? Ja, ich muss das mal mit. Okay. Dann sagst du Bescheid, wenn man hier noch fit ist. Ja. Okay, dann haben wir das. Du hast das dran. Soll ich den lang Jan nehmen, oder? Nee, das kann ich nicht. Ja. Soll ich das ins Wasser ziehen oder so? Zieh mal. Kannst du mir was drauf holen? Oh Gott, der hängt ja fest. Okay, dann halte ich ihn fest und du ziehst. Soll Michelle eben helfen? Er steht ja neben dir. Ah, jetzt kommen hier die Blubberblasen. Du hast es. Du löst es. Jojo. Oh, schon wieder fast. Warte, ich zieh den Magneten eben raus. Geht das? Ja. Also, da kannst du mal eben kurz den. Nee, ich mach das alles. Alles gut. Und denkst du, das geht viel nach hinten. Ach, gar nicht. So. Und da hinten kann ich mal jetzt. Zack, Fahrrad raus. Ja. Willst du dich jetzt so weit bücken? Das war, wir machen das mit dem Haken. Mit dem Haken nochmal, oder geht das? Ist das so hin? Okay. Warte, dann lass mich mal wieder rüberstehen. So, jetzt. Jetzt komm, zack. Ja, das auch schon. Ältere Generation. Warte, da seid ihr denn fest. So. Kommt nicht so ziehen, bitte. Zack. Und wieder ein Rad. Wieder aber vorgearbeitet mit Langjan, ne? So. Das kommt zum Martin. Aber. Und das auch. Hier muss auch noch eins liegen. Ja. Da ist selten eins verpasst. So, ich hole mal eben kurz den Eimer. So. Da haben wir noch eins. Wahrscheinlich auch wieder ein Rad. Jo. Jo. Aber mit anfassen. Hier an der Stelle haben wir eben schon zwei übereinander liegende Räder rausgeholt. Warte. Vorsicht, Peter. So. Nächstes Rad. Alter Schwede. So, die Challenge für dieses Video, wie viele Räder haben wir rausgeholt? Ja. Das würde ich auch mal sagen. Ja. Das ist ja Wahnsinn, wa? Warte. Das ist genau da, wo die Schaufe. Hier? Ja, hier ist da. So, sechs Räder und Klappstuhl. Ja, wir sind durch. Wir machen erstmal Pause. Ich denke mal, das ist ein ganz geiles Video bis jetzt. Schaut euch das nächste Video an. Wir hängen gleich einen hinter, weil wir haben schon wieder jede Menge Sachen am Start. Und es geht gleich richtig spannend weiter im nächsten Video. Also seid gespannt auf das nächste Video. Das war ja schon mal richtig geil. Adios, ciao, ciao, goodbye. Glocke aktivieren.